Er empfing ein kirchliches Begräbnis. Ich kann Beweise und Papiere beibringen, dass er kirchlich bestattet wurde. Erkundigungen werden ergeben, dass mehrere Offiziere und mein Pate Professor Schimmelpriester hinter dem Sarg meines Vaters schritten. Und auch der Priester hat in seiner Gedächtnisrede gesagt, dass das Schießzeug in der Hand meines Vaters völlig unversehens losgegangen ist. Und wenn seine Hand gezittert hat, dann deshalb, weil großes Ungemach uns heimgesucht hatte. Großes Ungemach? Der Ruin hatte mit hartem Knöchel an unsere Tür böse Menschen, Blutsauger, den ganzen Schampus an die Stadt